Wenn du wissen möchtest, wie du mit deinem IKEA-Draht-Free-Schalter deinen Roborock-Staubsaugerroboter heute schon steuern kannst, dann bleib dran. Im ersten Teil dieses Videos stelle ich euch meine aktuelle Lösung vor und im zweiten Teil sprechen wir darüber, wie die Zukunft von Smart Home aussieht und wie du vielleicht relativ einfach diese Funktion in Zukunft nachrüsten kannst. Wie habe ich das also gemacht? Wie kann ich mit meinem IKEA-Controller den Roboterstaubsauger steuern? Wenn ihr mal auf eure IKEA-Packung schaut von den Draht-Free-Geräten, dann werdet ihr sehen, dass da ein Zigbee-Logo drauf ist. Zigbee ist ein Funkstandard. Das heißt, ich kann jetzt also die IKEA-Draht-Free-Geräte nicht nur mit IKEA-Draht-Free-Basisstationen koppeln, oder die Riviera heißen die neuen, sondern ich kann auch tatsächlich irgendeine andere Zigbee-Station dafür nutzen. In meinem Fall ist das Home Assistant. Home Assistant läuft bei mir auf einem Raspberry Pi, könnte jetzt aber auf einem NAS zum Beispiel auch laufen, und ich habe einen Zigbee-USB-Stick, der diesen Funkstandard spricht. Und so kann ich das Ganze miteinander integrieren und ich kann also auf meinem Home Assistant den Schalter einrichten und Aktionen für die einzelnen Tasten festlegen. Aber wie komme ich jetzt an den Roborock? Naja, der Roborock ist ja in meinem Heimnetz aktiv. Der ist ja per WLAN eingebucht. Und mein Raspberry Pi auf dem Home Assistant läuft, der ist ja ohnehin mit einem Kabel an meine Fritzbox angeschlossen. Der kann also ohnehin alle Geräte im Heimnetz sehen und die auch ansprechen. Es gibt eine Integration für Roborock, es gibt eine Integration für Zigbee und schon kann ich im Home Assistant diese beiden Dinge zusammenführen und abhängig voneinander Aktionen ausführen lassen. Konkret heißt das, ich habe in jedem Raum einen Schalter von IKEA, die diesen Zigbee-Funkstandard halt können. Und wenn ich die Schalter benutze, dann nutze ich die normalerweise, um Licht zum Beispiel zu dimmen, an- oder auszuschalten. Aber durch Home Assistant haben die eine Funktion mehr, nämlich den Doppelklick. Ich kann also oben einen Doppelklick auf die An-Taste machen und dann passiert nichts mit dem Licht, sondern mein Staubsaugerroboter fährt los und fängt dann an, den Raum zu saugen, in dem sich der Schalter befindet. Ich gebe zu, wer das mit Home Assistant machen möchte, der muss sich in das Thema ein bisschen reinfuchsen. Wenn man aber mal die Schwierigkeit oder dieses System von Home Assistant verstanden hat, dann ist das wirklich eine tolle Sache, denn ich kann auf einmal meine schon bestehenden Geräte im IP-Netzwerk mit denen von IKEA koppeln. So möchte ich es ja im Smart Home eigentlich haben, dass alle meine Geräte irgendwie miteinander interagieren können. Das ist aktuell meine Bastellösung. Wie gesagt, ist nicht ganz einfach. Aber geht, und wenn es geht, macht man es halt einfach. Jetzt haben sich aber die großen Hersteller, und damit kommen wir jetzt zu Teil 2 dieses Videos, auf einen gemeinsamen Standard geeinigt, nämlich den Meta-Standard. Braucht uns jetzt erstmal nicht interessieren, was das genau bedeutet technisch, sondern wenn es eben ein Meta-Logo auf den Geräten gibt, dann heißt das, die können miteinander zusammenarbeiten. Nehmen wir mal hypothetisch an, IKEA würde sich auch dieser Meta Alliance anschließen, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob die das schon gemacht haben. Denn das Problem ist, Zigbee-Geräte sind gar nicht Meta-kompatibel. Theoretisch, aber jetzt kommt's. Wenn jetzt IKEA sagt, ja, wir unterstützen auch den Meta-Standard, dann muss das nur der IKEA-Hub können. So, der IKEA-Hub, der kann jetzt also den Meta-Standard unterstützen und scannt so im Heimnetz nach irgendwelchen Smart-Home-Geräten. Und Roborock hat auch schon gesagt, bei denen weiß ich es, ja, wir werden diesen Meta-Standard mit unseren Saugrobotern unterstützen. Das heißt, der IKEA-Hub findet im Heimnetz den Saugroboter und sagt, oh, das ist ein Meta-fähiges Gerät, mit dem kann ich interagieren. Und der IKEA-Hub, der kennt natürlich ohnehin seine ganzen Zigbee-IKEA-Geräte, die zwar nicht Meta-kompatibel sind, aber dieser IKEA-Hub würde halt als Brücke fungieren, weil der kann halt sowohl den Zigbee-Funkstandard, der nicht Meta-kompatibel ist, und der kann auch Meta-Geräte ansprechen, die halt ja Meta-kompatibel sind natürlich. Da sieht man dann schon, dass dann diese Welten eben zusammengeführt werden und das, was ich jetzt hier kompliziert mit Home Assistant gemacht habe, vielleicht in Zukunft der Normalfall sein wird. Aber wer meinen Kanal verfolgt, der weiß, dass ich auch relativ viel mit Fritzboxen mache. Und da wird es noch viel interessanter als das, was IKEA da machen könnte. Denn da kann man schon ziemlich sicher sein, wenn AVM seinen Kurs so beibehält und auch weitermacht wie angekündigt, dann habe ich hier echt eine tolle Smart Home Basisstation zu Hause. Denn die Fritzbox, die kann zum Beispiel DECT. Das ist ein Funkstandard, den man auch für Smart Home Geräte nutzen kann. Der wird nicht häufig benutzt, aber es geht.
AVM kann aber mittlerweile auch Zigbee. Sie haben einen Zigbee Gateway rausgebracht, den ich mit meiner Fritzbox koppeln kann. Und zukünftige Fritzboxen werden eventuell sogar direkt ein Zigbee-Funkmodul integriert haben. Und was das Faszinierende eben bei dieser Lösung von AVM ist mit den Fritzboxen ist, das sind cloudfreie Lösungen. Das heißt, die Intelligenz dieses ganzen Netzwerkes, die habe ich wirklich bei mir lokal auf der Fritzbox. Und da AVM jetzt nicht wirklich viele Geräte im Smart Home Bereich herstellt, ich meine, es gibt irgendeine Lampe und ein paar Thermostate und vielleicht noch einen Fenstersensor, aber das ist eigentlich mehr Kosmetik. Also die sind darauf angewiesen, dass andere Geräte mit der Fritzbox funktionieren. Und deshalb wächst und wächst die Kompatibilitätsliste immer weiter. Und ich habe hier genau den gleichen Effekt wie mit der IKEA-Box. Auf der einen Seite werden halt die bestehenden Zigbee-Geräte unterstützt. Und die sind auch wirklich, also gerade bei IKEA, super günstig zu kaufen. Und zum anderen kennt ja die Fritzbox ohnehin schon alle Geräte im Heimnetz und kann gucken, ob die irgendwie Meta-kompatibel sind. Und ich sehe hier ein Riesenpotenzial für AVM und ich hoffe, AVM sieht das genauso. Wenn die also ihrem Kurs treu bleiben, wenn Zigbee in die Box integriert wird und wenn dann auch noch Meta unterstützt wird, dann wird es halt richtig interessant. Die Fritzbox habe ich ja eh schon und wenn ich dann noch günstige IKEA Zigbee-Geräte damit benutzen kann und gleichzeitig alles, was Meta in meinem Heimnetz spricht, damit ansprechen kann, ja, was will ich denn mehr? Dann kann ich einfach die AVM Smart Home App nutzen und kann damit alles steuern. Ich für meinen Teil kann euch jetzt erstmal nur empfehlen, auf Home Assistant zu setzen, denn selbstverständlich wird auch Home Assistant Meta können und kann ja die Vorteile jetzt schon alle in sich vereinen. Ist natürlich ein bisschen mehr Bastelei. Aber man kann zum Beispiel auch andere Funkmodule aufsetzen. Bei mir läuft gerade ein kleines Projekt und zwar muss ich zwei verschiedene Funkstandards noch integrieren. Das ist zum einen der RTS-Funk von Somfy. Damit kann ich meine großen Rollläden steuern und ich habe noch kleine Rollläden, die über Eltaco Ocean-Funkstandard gesteuert werden. Auch dafür brauche ich ein extra Funkmodul. Ist ein kleines Projekt, aber am Ende kann ich hoffentlich meine Rollläden zusammen irgendwie steuern. Kann die zum Beispiel tageszeitabhängig automatisiert steuern oder ich kann mir einen günstigen Zigbee-IKEA-Bewegungsmelder kaufen, denn der hat nämlich auch einen Helligkeitssensor drin und wenn es einfach zu hell wird an irgendeiner Stelle, dann kann ich auch die Rollläden runterfahren lassen. Also da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten, wenn man die verschiedenen Geräte miteinander kombinieren kann. Das verspricht jetzt Meta. Ich hoffe, dass das in Zukunft noch mehr abhebt. Denn dann sind wir nicht mehr von den einzelnen Herstellersystemen abhängig, sondern können die wild durchmischen und hoffentlich gibt es da auch gute Apps, die das Steuern dann eben erlauben.